Echt, Mann! Gehen wir auf die Eier jetzt langsam! Kann aber nicht wahr sein jetzt! Ich hab keinen Bock gehabt gerade. Ja, ohne Scheiß, Alter! Du hast gerade was gesagt, was mich da ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar, du hast gesagt, das ist ein Traitor. Ja, Robin ist Traitor gewesen, habe ich gesagt. Wenn du nicht richtig zuhören kannst, weil sonst irgendwas bei dir auch gar nicht richtig läuft, da habe ich keine Ahnung, was du sonst machen sollst. Servus und Hallöchen, meine lieben YouTuber, Freunde, Zuschauer und sonstige Genossen, die hier noch den Umwegen treiben. Und ich freue mich riesig über die 100 Abonnenten, die ich jetzt mittlerweile geknackt habe. Und natürlich gibt's auch bald dazu ein Abo-Special, alles drum und dran und so dazu. Es ist gerade in der Entwicklung bzw. in der Produktion. Und es wird auch eine kleine, was Besonderes sein. Und es freut mich auch, wenn ich das mal fertig kriege. Und es wird natürlich auch noch ein neues Intro dazu geben. Ich arbeite dran. Gut, ich hoffe, ihr habt dann weiteren Spaß dran und ich freue mich wirklich, Alter. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt, aber ich bin gerührt. Ach, wisst ihr, ich hätte niemals gedacht, dass ich 100 Abonnenten erreiche. Ich liebe euch alle. So, und damit jetzt viel Spaß mit diesem Video. Have fun! Er hat mich auch einfach abgeballert. Der Cameron-Nazi. Ja, genau der. Ja. Ja, aber der macht doch dauerhaft random Kill. Hat er vorher zumindest auch schon. Der hat eine Shotgun, Vorsicht. Ist mir egal, der ist random. Ja, der kann dich mit einem One-Shot killen. Ich glaube, der ist random Killer. Wer? Und ich darf das sagen, ich bin gerade eben erst getroffen. Random Killer. Lol. Ich bin gerade durch die Decke gefallen. Hinterher. Wo ist er? Ich bin gerade getroffen. Ich kenn das Bild. Ich brauch mal Waffen, jetzt hab ich gar nichts. Was war er? Was war er denn jetzt? Oh, jetzt hab ich eine Pistole. Oh. Also, war innocent. War schon mal Traitor. Er war innocent. Ja, und? Ich habe gleich auf ihn geschossen. Hast du gerade gesagt, er ist Traitor? Warum ballerst du denn schon wieder auf... Weil du geradeaus wieder auf die falsche Spur bringen wolltest. Bist du behindert oder was? Jetzt hör auf zu ballern. Das werde ich jetzt gleich pissen, verfickte Scheiße nochmal. Alter! Dennis! Kann doch nicht wahr sein! Mann! Du hässliches Fotzenkind! Echt, Mann! Gehen wir auf die Eier jetzt langsam! Kann aber nicht wahr sein jetzt! Ich hab keinen Bock gehabt gerade. Ja, ohne Scheiß, Alter! Du hast gerade was gesagt, was mich da ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar, du hast gesagt, das ist ein Traitor. Ja, Robin ist Traitor gewesen, habe ich gesagt. Wenn du nicht richtig zuhören kannst, weil sonst irgendwas bei dir auch gar nicht richtig läuft, da habe ich keine Ahnung, was du sonst machen sollst. Keine Ahnung, da macht dein Hörgerät lauter oder so. Ich hab keine Ahnung. Jetzt hab ich auch die Schnauze voll, echt ohne Witz, das geht mir so auf den Sack, jedes Mal dasselbe Problem. Ja, das hast du aber gesagt, das hast du aber gesagt, aber das hast du gesagt. Ich hab ein Kind im Ohr. Felix, siehst du das auf der Wand, das GIF? Welche Wand? Hier, wo ich stehe, Felix. Ja. Kap. Mantel. Boom. Bam. Ja, Entschuldigung, Swasti, tut mir leid. Mann, ich hasse es, wenn ich nur Pistole habe. Ja, war auch meinerseits ein bisschen vielleicht unverschämt, was ich gesagt habe, aber trotzdem. Nein, ich hab die Leiche untersucht und dann bin ich weggegangen und dann hast du in gleiche Richtung geguckt und warst gerade bei dem, hast gesagt, der ist ein Traitor. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Wenn du sagst, der ist ein Traitor, einmal... Was ist? Vielleicht sagt er das nur zur allgemeinen Information. Oh, ich habe endlich eine Waffe. Awesome. Lol, ist das jetzt. Urban House hat Damage. Ich muss aktivieren, dass da so Party ist und sowas. Was ist mit mir? Du hast Damage. Ja, ich weiß. Du hast Damage. Alter, hier ist alles möglich. Echt in der Luft hier. Spring mal ins Gleisbett. Albert? Achso, ja. What the fuck? Schon. Alter. Lol, das so ein Schaffen. Hast du die Granaten jemand langgelaufen? Hey. Hallo. Was zum Teufel? Wurde beworfen. Wer von euch ist ein... Warum hast du so einen Schaden? Warum hast du Schaden? Warum hast du Schaden? Ja, hüpf mal ins Gleisbett, dann merkst du es. Nee, danke. Ja, das ist eine gefährliche Sache. Ja, ich lebe da schon. Lebe da schon. Oh, hallo, AGP. 44, 43, 42, scheiße. Hast du eben gerade ernsthaft AGP genannt? Das sagt Albert die ganze Zeit, ich muss auch einmal sagen. Jetzt weiß ich jetzt wieder. Mr. Rage P. Dennis, das ist. Wer
Mr. Lucky. Nein. Mr. HP. Gage. Gage. Was? Hast du gerade im Gage gespielt, oder? Ja. Das finde ich nicht nett. Boah, ich kann Dennis nicht treffen. Ich hab Bug auf der Karte gefunden, ich bin hinter einem Objekt. Warte mal kurz. Albert! Dennis nicht. Danke. Nein, ich bin hinter einem Objekt. Ich sag Dennis, du killst mich. Dennis war Traitor. Lol, Dennis, schau mal, wo ich bin. Albert, ich sag Dennis, ist es Ring, greifst du zuerst an mich. Das ist doch geil, ne? Oh Mann. Ich hatte ein Problem, ich hatte keine gescheite Waffe. Ja, und ich hab dich nicht gesehen. Und ich bin immer so gelaufen, dass du mich nicht treffen konntest. Ja. Und ich hab da eine Smoke-Granate hingeworfen. Wow, aus irgendeinem Grund. Das war eine Flasche, die ich kaputt geschossen habe. Ich kann's nicht sein, ich war vorhin. Könnt ihr mal aufhören mit diesem verkackten Disken mit Patreon? Ich hab Angst. Dennis. Boah. Hört doch mal auf mit diesem verkackten Disken bei dir. Danke. Willst du doch überspringen, ich hab Angst. Ich hab, nee, da ist gerade hier Dings entlang gegangen, der. Basti ist da entlang gegangen. Warum ist denn der da entlang gegangen? Was ist denn da? Ich auch mal hier entlang. Keine Ahnung, was das ist. Was gibt's hier? Das ist der Kettensäge. Anton? Anton? Da vorne waren Granaten, Smoke-Granaten und Feuer-Granaten. Guck's dir doch mal an, ey. Ja, ja, gerade so. Hä, was? Oh, bam. Dem ist eine Leiche. Zählen sie eins und eins zusammen. Und Albert hat sich gemerkt erstmal im ersten Moment wahrscheinlich, dass ich mir hinterher renne. Kann das sein? Ich fand das gerade sogar wie Albert zum Schauen. Was? Bam. Wow, hallo, ist schon wieder jemand. Jetzt habe ich mit der Shotgun rum, weil ich Angst habe. Ich habe nur eine einzige Waffe, nämlich diese. Total gefährlich. Hallo, Edge. Yay! Toast. Ich habe eine Smoke Grenade, voll brutal. Ich habe sie sogar weggeworfen. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Hallo, Felix. Ich trau dir nicht. Der Typ, der einen Monitor auf dem Kopf hat, ist der Traitor. Ich habe gesehen, wie er getötet hat. Der Horseman. Anton. Es gibt Anton aber noch Traitor. Nein, Anton hat keinen Monitor auf dem Kopf. Aber German Horseman hat einen Monitor auf dem Kopf und der war auch der Traitor. Der ist ja jetzt tot, aber ich weiß, und wer ich noch Traitor ist. Wieso kann ich den nicht angucken? Na, fuck. Also er war Traitor. Jetzt hab ich gerade Angst gekriegt, Alter. Dennis. Ja? Er war Traitor, ach, den du gekillt hast. Anton? Felix. Hallo. Ja. Ja, ich bin da gerade irgendwie durch die Decke eingestürzt. Ja. Kann man einstürzen. Ich suche immer noch runter. Die Leichen, die hier angeblich sind. Ja, ich habe auch keine gesehen bis jetzt. Bei DNA-Scanner. Aber ganz ehrlich, kann man die eigentlich hier hinter die Toilettentür pferchen? Kann man die überhaupt aufmachen? Ja, zum Teufel lässt hier eigentlich mal Granaten liegen, verstehe ich. Oh, cool. Lol, da war gerade jemand unsichtbar. Ja, das bin ja auch ich. Bei mir sieht man ich das. Ich sehe da Trail. Ja, ich weiß. Das ist bei jedem Trailer. Wir sind die beiden. Der war da gerade bei mir und Basti. Komm mal her, komm mal her, Anton. Ich will dir was Lustiges zeigen. Ich kann dir zeigen, wie man aus der Map glitscht. Was, man kann Dennis? Aus der Map rausglitschen? Ja, schau mal, wo ich bin. Okay. Ich komm nicht mehr raus. Dennis? Ja. Wenn man hier in der Ecke mit Steuerung drüber geht. Jetzt komm ich nicht mehr raus, jetzt bin ich hier getrappt. Ja, ich hab grad einen Traitor getötet. Scheiße, warum muss ich jetzt hier reingehen? Dann ist es Albert. Scheiße, Felix, jetzt bin ich bin dem Falschen hinterhergelaufen. Dann ist Albert. Ja, siehst du mich außerhalb der Map bin. Wo bist du denn? Hier. Da. Du hast Sven. Ja, Anton. Albert, hallo Anton. Sven. Anton. Anton. Wenn du hier mit Steuerung drüber springst, dann bist du hier hinter. Mach das aber nicht, sonst kommst du nicht mehr raus. Das ist scheiße. Anton, erlöse ich von seinen Qualen. Nein. Ich krieg meinen Karma verlieren. Lol. Ich bleib jetzt hier einfach mal, ich camp mich jetzt hier einfach rein. Ich hab Schaden genommen. Also Felix und der German Horseman haben die letzten Mal die Leichen gesehen. Felix war auf jeden Fall Traitor. Ah, nee, Moment. Horseman war der Traitor. Ich kann nicht den Boden schießen. Anton hat bei mir eine Granate reingeworfen. LOL, what the fuck? Was ist hier passiert? Anton hat bei mir eine Granate reingeworfen. Ich schätze, der ist Traitor. Alter. Du bist so ein Horst, Dennis. Sorry. Anton, Scheiße! Sorry, Alter. Wie bist du gerade? Du bist gerade bei mir voll gebackt, Alter. Ja, was haltet ihr so von meinem Versteck, Basti? Überlebt, bitte. Du bist vorhin einfach nur gebackt bei mir. Yay, Toast. Ja, schon gleich 23. Fand ich nicht witzig. Du bist gebackt bei mir. Was ist das gleich 23? Wir sollten mal aufnehmen. Baby,
Ja, würde ich auch mal sagen. Oder musst du gleich ins Bett? Alter, kann man dieser Typ mit der penetranten Stimme aufhören? Was musst du machen? Der Typ mit der penetranten Stimme. Ich verstehe kein Wort, wenn alle hier anfangen rumzusingen. Was? Also ich gehe morgens früh so um 8 oder 9 einkaufen, dann hat man Ruhe den Tag. Basti ist hinter mir. Ich will die scheiß Huge nicht, ich will eine andere. Scheiße. Dennis ist Traitor. Alter, wer schießt denn hier schon wieder rum? Das macht keinen Spaß. Dennis ist Traitor. Ja, what the fuck? LOL. Au. What the fuck war das? Wo kommst du denn her? Warum? Albert, warum? Wer hat denn hier, jetzt habe ich extra den Traitor getötet und du ballerst auf mich. Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht. Das tut mir leid. Wirklich. LOL, der stand da oben, ey. Wo soll man das denn wissen? Hallo. Das ist nicht so. Also ich gebe zu, ich habe erschossen. Das ist nicht so. Mr. RHP. Richtig? Nein, ne? Was? Ist schon wieder tot? Was? Robin guckt mich so böse mit seiner Shotgun an. Aber ja, Dennis, du warst erschrocken, wo ich gerade durch die Decke gekommen bin. Oh ja, bist du. Oh. Ich war sehr erschrocken in dem Moment, ich schwör. Also, da oder da, keine Ahnung, mal gucken. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, es anzugucken. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Bei dem Start stehen könnte. Das ist zum einen eine Sache. Zum anderen ermöglicht es eben Firmen, sag ich mal, sich über die Staatsgrenzen hinwegzusetzen.